Bei der Entwicklung des EADIs konnten wir natürlich auf dem ERCI aufbauen. Das heißt, wir konnten vieles, was vorhanden war, nutzen. Man hat also alles das, was wir da richtig gemacht haben, weitergeführt und das, was wir verbessern konnten, entsprechend weiterentwickelt und verbessert. Und daraus sind verschiedene Themen entstanden, sowohl was das Fahrzeug als solches anbelangt, aber natürlich insbesondere auch die Batterie und das Batteriedesign. Beim ERDI haben wir sämtliche Vorteile der Lithium-Ionen-Technologie voll ausgeschöpft, indem wir die Batterie geteilt, ja, also platzsparend, neben dem Antriebsmotor und der Hydraulik und der Steuerung, also ganz normal im Motorraum untergebracht haben. Wichtig hier war wirklich, dass wir ganz, ganz früh unsere Kunden mit an Bord hatten, dass wir intensiv getestet haben, dass wir das Feedback ernst genommen haben, dass wir das Feedback umgesetzt haben. Wir brauchen und brauchten bei diesen Fahrzeugen Sicherheit, dass diese Fahrzeuge eine hohe Robustheit aufweisen in jedweder Form, fahrstabil sind und unten. Denn diese Fahrzeuge werden ja bekanntermaßen bei Kunden eingesetzt, die ziemlich ruppig mit diesen Fahrzeugen umgehen. Also mit unserem ERDI haben wir ein Fahrzeug geschaffen, auf das unsere Kunden seit Jahren gewartet haben. Wir können nun ein Fahrzeug anbieten mit hohem Seitenschutz, bei gleichzeitig kompakten Abmessungen und ausreichend Platz, viel Platz für den Fahrer. Und das hat es so bisher noch nicht gegeben.